Allgude und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Hörbuchserie zu Harry Potter Fanfiction, Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Diese Fanfiction wurde von John Xizor auf fanfiction.net veröffentlicht und ist sein geistiges Eigentum, basierend auf dem geistigen Eigentum von J.K. Rowling. Ich erhebe keinerlei Ansprüche. Diese Fanfiction spielt nach dem sechsten Buch und stellt einen veränderten Ablauf der Ereignisse dar. Kapitel 52 Einladungen. Erster Teil. Ungehalten über die Einladungen, die seine Mutter verschickt hatte, ohne auf seine Einwände zu hören, sagte Draco in angemessenem, ruhigem Ton. Mutter, warum hast du nicht auf das gehört, was ich zu erklären versuchte? Ich verstehe, dass du einige aus unserer Familie sehen möchtest, aber Tonks? Black? Das geht nicht gut, Mutter. Narcissa schüttelte lächelnd den Kopf und entgegnete. Was soll denn nicht gut gehen, Junge? Blut ist dicker als Wasser. Wenn es Differenzen in der Vergangenheit gegeben haben sollte... Draco unterbrach sie vorsichtig und versuchte zu erklären. Differenzen ist nicht das richtige Wort, Mutter. Man könnte es eher Fehde nennen. Es sind so viele Dinge geschehen. Dieses Mal unterbrach seine Mutter mit zarter Stimme. Dinge, die man aus der Welt schaffen kann, oder etwa nicht. Meine Briefe waren ehrlich. Jeder, der sie liest, wird das erkennen, mein Schatz. Ich sorge mich jedenfalls nicht. Wenn ich deinen Vater schon nicht sehen kann, dann möchte ich all die anderen sehen, die ich meine Familie nennen darf. Draco gab auf. Am Samstagnachmittag horchte Draco seit 16:30 an seiner Tür, die er einen Spalt weit geöffnet hatte, um dem Treiben auf dem Gang lauschen zu können. Schüler hielten sich hier in der Regel nicht auf, es sei denn, sie wollten seinen Patenonkel in dessen privaten Räumlichkeiten aufsuchen, was natürlich kein Schüler wollte. Zu 5 Uhr hatte seine Mutter Black eingeladen, aber auch um 5:10 hatte Draco noch immer keine Schritte auf dem Gang gehört, die bis zur Tür nebenan, wo seine Mutter wohnte, gegangen waren. Als um 5:30 noch immer niemand an die Tür nebenan geklopft hatte, nahm Draco sich ein Herz und ging zu ihr herüber. Er klopfte an ihre Tür, die sofort von seiner vor Freude lächelnden Mutter geöffnet wurde. Die Enttäuschung darüber, dass es ihr Sohn und nicht Sirius Black war, der sie besuchte, machte sich nur für einen winzigen Augenblick in ihrem Gesicht breit, bevor sie erneut lächelte und leise zugab. Du hattest wohl recht, mein Herz. Für Sirius muss ich eine schreckliche Person sein, wenn er nicht einmal eine harmlose Einladung zum Tee annehmen möchte, obwohl er sich doch nur ein Stockwerk über mir befindet. Sie seufzte enttäuscht, bevor sie ihren Sohn hereinbat. Harry konnte bei dem Lärm, den Sirius und Anne verursachten, nicht arbeiten. Wenn er jedoch einen Stillezauber auf seine Tür legte und das Geräusch der Streitenden mit einem Mal verstummte, fühlte er sich noch unwohler. Den Stillezauber hob er wieder auf, und während er auf die Pergamente seiner Schüler starrte, drangen die Stimmen aus dem Wohnzimmer bis an sein Ohr. Ich verstehe dich nicht, Sirius. Du bist manchmal echt ein großes, dummes Kind, weißt du das? Blaffte Anne ihn an. Obwohl Anne und Harry zugestimmt hatten, Sirius zu Narcissa zu begleiten, damit er sich zumindest mal ein Bild von der Situation machen konnte, hatte dieser sich heute wie ein unerzogenes Balg in letzter Minute gesträubt. Ich werde diese Kuh nicht besuchen. Sie kann mir noch so viel Tee und Kuchen anbieten. Sie gehört nicht zu meiner Familie, ist das klar? Keifte Sirius zurück, und Harry ließ daraufhin genervt seine Feder in das Tintenfass gleiten, um sich in seinem Bürostuhl zurückzulehnen. Noch eine Weile hörte er sich das Gezeter im Wohnzimmer an, bevor er aufstand und zur Tür hinüberging. Nachdem er ins Wohnzimmer eingetreten war, verstummten beide. Sirius fuhr sich aufgeregt durch die langen, schwarzen Haare und ließ sich genervt aufs Sofa plumpsen, während Anne
die sich für den Besuch heute extra schick gemacht hatte und sogar einen großen Blumenstrauß aus der Muggelwelt besorgt hatte, barfuß auf und abging. Ihre hochhackigen Schuhe hatte sie vor einer halben Stunde bereits ausgezogen. Anne blickte Harry flehend an und fragte, nachdem sie einmal demonstrativ zum Sturkopf hinübergeblickt hatte. Kannst du nicht unter diesen Imperatorfluch stellen, damit er mit mir zu seiner Cousine geht? Harry konnte sich ein Lachen nicht verkneifen. Plötzlich klopfte es und alle drei starrten gespannt auf die Tür. Harry blickte einmal nach links an die Wand, an der die Uhr hing, bevor er etwas aufgebracht sagte. Oh weh, ich habe den Hund vergessen. Das wird Severus sein. Schon marschierte er zur Tür und öffnete sie, nur um in das wunderschöne Antlitz von Mrs. Malfoy zu blicken. Oh, mein lieber Harry, wie geht es dir? Fragte Mrs. Malfoy vertraut den Freund ihres Sohnes, der ihr nach der Einladung zum Tee angeboten hatte, ihn ruhig beim Vornamen zu nennen, weil er sich nicht so alt fühlte, ständig mit Mister angesprochen zu werden, besonders nicht, wenn er sich mit ihr so gut über Märchen unterhalten konnte. »Mrs. Malfoy«, antwortete er verstummend, denn seine Kehle war plötzlich ganz trocken geworden. Jetzt saß er in der Zwickmühle. Sein Gefühl und die Höflichkeit gebot es, sie einzulassen. Doch andererseits war es auch Sirius' Wohnzimmer. Harry war mehr als nur erleichtert, als Anne ihm diese Entscheidung abnahm. Denn sie war zur Tür gekommen und lächelte etwas unsicher, bevor sie ihre Hand reichte und sich vorstellte. »Guten Tag, Mrs. Malfoy. Ich bin Anne Adair, Sirius.« Sie suchte nach einem Wort, denn Freundin hörte sich in ihrem Alter irgendwie komisch an. »Sie sind seine Getreue? Freut mich, Miss Adair. Ich vermisse Sie beide bei mir.« sagte Mrs. Malfoy lächelnd und kein bisschen vorwurfsvoll, bevor sie für einen Moment verträumt an Anne vorbeiblickte. Sirius hatte sich, als er Narzissas Stimme an der Tür vernommen hatte, vor lauter Scheu tief ins Sofa gedrückt. Er atmete heftig und seine Augen waren ganz weit und glasig, sodass er tatsächlich etwas kränklich wirkte, was Anne als Anlass nahm, entschuldigend mitzuteilen. Sirius ist momentan etwas unpässlich. Ich wollte eben zu Ihnen kommen und um eine neue Verabredung bitten. Mrs. Malfoy hatte Annes Worten gelauscht, während sie besorgt zu ihrem Cousin hinüberschaute. Sirius nicht aus den Augen lassend, trat sie zwischen Anne und Harry in das Wohnzimmer hinein. Sie musterte Sirius von oben bis unten, während sie feenartig über den Boden glitt und sich ihm näherte. Seine Atmung wurde allmählich stockend, was Mrs. Malfoy dazu veranlasste, vor ihm in die Knie zu gehen und leise zu fragen. »Oh, was fehlt dir nur? Warst du denn schon im Krankenflügel?« Sie hob eine ihrer schneeweißen Hände und wollte seine Stirn befühlen, doch er wich verschreckt zurück. Von ihrem Anblick, allein von ihrer Anwesenheit, war Sirius völlig aus dem Gleichgewicht gebracht worden. Er konnte nicht glauben, dass seine verhasste Cousine hier bei ihm war und sie sich auch noch um sein Wohlergehen sorgte. Nochmals hob sie ihre Hand und dieses Mal war sie schneller als er, denn ihre Finger berührten seine Stirn, bevor sie sagte: »Du hast kein Fieber, mein Guter. Du solltest dich vielleicht einfach hinlegen und reichlich schlafen, damit es dir bald besser geht.« Dann lächelte sie ihn an, doch er konnte ihr nur einen ungläubigen Blick schenken. Sie drückte einmal seine Hand, doch daraufhin atmete er nur noch stockender. Mit dieser Begegnung konnte er überhaupt nicht umgehen. Mrs. Malfoy erhob sich wieder und blickte zu Harry und Anne hinüber. Sie trat an Harry heran und redete einen Moment mit ihm, während Anne
wie bezaubert Mrs. Malfoy Hochsteckfrisur bewunderte. Die Blonde bemerkte den Blick auf sich und schaute die junge Frau fragend an, weshalb Anne sich mit den Worten entschuldigte. Tut mir leid, falls ich sie angestarrt habe. Ich finde nur, ich meine, ihre Haare sind wirklich bezaubernd. Das sieht sehr hübsch aus, wie sie sie tragen. Anne selbst hatte lediglich ihre schulterlangen Haare glatt geföhnt und mit einer Rundbürste die Haarspitzen leicht nach außen gedreht. Auch wenn das über eine Stunde gedauert hatte, war das Resultat doch nichts im Vergleich zu der Haarpracht von Mrs. Malfoy. Das würde Ihnen sicherlich auch gut stehen, Miss Adair, sagte Mrs. Malfoy nett lächelnd, während sie zu Anne sprach. Hörte niemand außer Harry das zaghafte Klopfen. Harry stand noch an der Tür und öffnete sie daher leise. Dieses Mal war es tatsächlich Severus, der mit dem Hund an der Leine vorbeigekommen war. Mrs. Malfoy stand momentan noch mit dem Rücken zu Sirius, als sie ihren Zauberstab zückte und ihn auf Anne richtete. Blitzschnell sprang Sirius von der Couch, zog seinen Stab und schrie: Expelliarmus! Im gleichen Moment stieß Severus die Tür auf, zog zeitgleich seinen Stab und richtete ihn auf Sirius, den er mit dem gleichen Spruch entwaffnete. Anne war so kreidebleich im Gesicht und wäre beinahe vor Schreck umgekippt, weil sie mit dem Schlimmsten rechnete. Mit fragendem Blick drehte sich Mrs. Malfoy zu Sirius um und versicherte unschuldig klingend: Ein Zauber für die Haare ist doch nichts Bedrohliches, Sirius. Severus schob seinen Zauberstab wieder in seinen linken Ärmel hinein und sagte stichelnd: Zaubersprüche, um einen Haarschopf in Form zu bringen, sind ganz offensichtlich nicht in Mr. Blacks Repertoire vorhanden. Sirius ließ es nicht auf sich sitzen, dass man sich über seinen langen, vollen Haaren lustig machte, weswegen er aufsässig erwiderte: Oh, das muss gerade jemand sagen, der sich Schuhwichs in die Haare schmiert. Oder ist das etwa alles Natur? Für einen Moment überlegte Severus, ob er das auf sich sitzen lassen wollte. Er würde gut vor allen anderen dastehen, wenn er Black jetzt ignorieren würde. Aber es kribbelte ihn auf der Zunge, eine weitere zynische Bemerkung zu machen, die jedoch weniger bösartig als die von Black ausfallen sollte, und so sagte er trocken klingend: Das Einzige, was Sie jemals Ihren Haaren zugutekommen ließen, war bisher wahrscheinlich nur eine Handvoll Hundeflohpulver. Es klopfte erneut und alle starrten auf die Tür, als Harry sie ein weiteres Mal öffnete. Leise hörte man Draco fragen: Sag mal, ist meine Mutter... Er verstummte, als er 4 weitere Augenpaare auf sich gerichtet bemerkte. Draco, Schatz, du hast mich gesucht? Fragte seine Mutter freundlich. Mit einem Kopfnicken bat Harry den Blonden herein, der daraufhin sofort Anne erblickte und sich daran erinnerte, wie sie ihn damals mit zu sich nach Hause genommen hatte, bevor man ihn ausrauben konnte. Die beiden blickten sich entgeistert an, bevor Anne an Mrs. Malfoy gewandt fragte: Das ist Ihr Sohn? Gleich darauf fragte Draco verblüfft: Und Sie sind Blacks Freundin? Beide hatten sich nach dem einen Abend nicht ein einziges Mal gesehen. Bisher waren sich die Malfoys und Black immer erfolgreich aus dem Weg gegangen. Sirius hatte es nicht einmal für notwendig erachtet, Anne zu erzählen, dass Draco, dessen Zauberstab sie gefunden hatte, die ganze Zeit über hier im Schloss wohnte. Einen Tag später, am Sonntag, hatte Remus seinen besten Anzug angezogen und Nymphedora frühzeitig aufgesucht, damit sie zusammen nach Hogwarts gehen konnten. Und wie er es erwartet hatte, quengelte sie herum, weil sie nun doch nicht gehen wollte. Ach, Nymph. Remus hielt inne, weil sie ihm einen bösen Blick zuwarf, weswegen er seinen Satz neu begann und sagte: Dora, Schatz, wir haben das doch besprochen.
Wir gehen zusammen hin und wenn es unerträglich für dich wird, dann bekommst du Kopfschmerzen und wir entschuldigen uns. Sie hat mit Sicherheit was gegen Kopfschmerzen da und würde es mir geben. Das klappt nicht. Wenn wir einen Fluchtplan ausarbeiten, dann sollte das einer sein, der auch funktioniert. Remus seufzte. Wenn Nymphedora bereits von Fluchtplänen sprach, war sie in ihrem Aurorenmodus. Als sie vorgestern noch miteinander über den bevorstehenden Besuch bei Mrs. Malfoy gesprochen hatten, schien seine Verlobte recht beherrscht zu sein. Doch jetzt, eine Stunde vor dem Zusammentreffen, war Nymphedora ein reines Nervenbündel, weswegen er ihr anbot. Du könntest mir ein Zeichen geben und dann werde ich aus allen Wolken fallen und behaupten, mir wäre gerade eingefallen, dass wir für heute verabredet wären und ich dir davon leider gar nichts gesagt hätte, dann könnt ihr die Schuld auf mich schieben. Sie ist ans Flo-Netzwerk angeschlossen und sie wird uns anbieten, unsere andere Verabredung zu kontaktieren. Wir werden uns dann nicht rausreden können, Remus. Meckerte Tonks. Ja, aber warum hast du denn nur zugesagt, wenn du gar nicht hingehen wolltest? Fragte Remus verdattert. Weil du mich dazu überredet hast, erwiderte sie aufgebracht. Nur ein wenig entrüstet rechtfertigte sich Remus mit den Worten. Ich habe dich überhaupt nicht überredet. Ich habe nur gesagt, dass ich dich natürlich begleiten werde, wenn du dich dazu entschließen solltest, sie zu besuchen. Aber du hast ständig davon geschwärmt, wie nett der Brief war und wie ehrlich ihre Worte klingen würden. Ich hätte nie, verdammt, ich habe nur wegen dir zugesagt. Wetterte Nymphedora, die nach ihrem letzten Satz einmal gegen die Wand trat. Langsam wurde es Remus zu viel, weswegen er fragte. Gehen wir nun jetzt gemeinsam hin oder sagen wir ab? Aber Nymphedora schwieg, weswegen Remus mit ruhiger Stimme von seiner Unterhaltung mit Sirius erzählte. Sirius hat sie kurz gesehen. Er meinte, sie wäre ihm völlig fremd gewesen. Sie hätte gelächelt. Sie hat sich nach seinem Wohlbefinden erkundigt. Sirius meinte, er hätte sie gar nicht wiedererkannt. Remus erwähnte nicht, dass Sirius sie als blöde Kuh bezeichnet hatte, obwohl er seiner Cousine offenbar rein gar nichts vorwerfen konnte. Dora, lass es uns doch einfach mal versuchen. Bevor sie sich auf nach Hogwarts machten, sagte sie warnend. Wenn sie mitbekommt, dass du ein Tierwesen bist, dann mach dich auf etwas gefasst. Nicht, dass es am Ende heißt, ich hätte dich nicht gewarnt. Soweit zur heutigen Ausgabe unserer Hörbuchreihe zu Harry Potter Fanfiction, Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns bitte einen Daumen nach oben da. Und sehr gerne natürlich auch einen Kommentar, denn die Feedback-Challenge ist immer noch on. Wenn ihr mögt, natürlich auch gerne ein Abo. Ciao, bis zum nächsten Mal.